Arbeitswelt verändert sich derzeit stark. Sie wird komplexer und dynamischer. Das analoge BGM entwickelt sich mehr und mehr zum digitalen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Auch wenn digitale Tools dazu beitragen, dass man Mitarbeiter orts- und zeitunabhängig erreichen kann, dass man viel flexibler ist, darf man nicht vergessen, dass der Mensch als solcher im Mittelpunkt steht, dass er auch persönliche Kontakte und Führung braucht, die einen in seinem Tun motivieren können und mitreißen können. Und dafür ist dieser persönliche Kontakt sehr wichtig. Es stellt sich die Frage, was die wesentlichen Treiber des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind. Dies ist zum einen die Demografie, bedingt dadurch, dass es immer weniger Menschen gibt, und zum anderen die Tatsache, dass der medizinisch-technische Fortschritt ein Stück weit voranschreitet. Die Tatsache, dass es mehr Tracker gibt, dass mehr Evaluationsmöglichkeiten da sind und dass die Menschen mehr von ihrem Arbeitgeber fördern, beflügeln ebenso das betriebliche Gesundheitsmanagement. Wie viel digitales BGM haben wir heute? In einer DAX 30-Umfrage haben wir die großen Unternehmen befragt. Erstaunlicherweise kam heraus, dass die meisten sagen, ja, das ist schön und gut, aber digitale Tools im BGM sind noch Zukunftsmusik. Dennoch glauben die meisten der Unternehmen, dass hier ein sehr großes Potenzial zu heben ist. Wichtig scheint mir jenseits der Digitalisierung das Thema grundsätzlicher anzugehen, denn BGM ist ein Thema von Unternehmenskultur, von Werten und insbesondere die Führungskräfte sind eine relevante Stellschraube, zum Beispiel für Krankenstand, und hier meine ich die unteren Führungskräfte, denn nicht zuletzt möchte ich hier mit der provokanten These aufwarten, dass jedes Unternehmen den Krankenstand hat, den es verdient. Ja, das Thema Krankenstand ist nach wie vor ein wichtiges Thema, wie Volker Nürnberg richtig gesagt hat. Hier muss man allerdings überlegen, wie valide sind diese Zahlen aus dem ambulanten ärztlichen Bereich. Und man muss hier eben schauen, welche validen Kennzahlen, sogenannte Key Performance Indicators, hier in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Neben den harten Kennzahlen sicherlich auch wichtige weiche Kennzahlen wie Unternehmenskultur, Werte, Leitbild und das Thema Führung. Was neben dem Absentismus heutzutage oftmals vergessen wird, ist der Präsentismus. Dies sind die Mitarbeitenden im Unternehmen, die nicht voll leistungsfähig sind, nicht ganz da sind und nicht entsprechend performen. Es gibt gewisse Herausforderungen, aber auch enorme Potenziale. Und es ist wichtig, dass das Analoge mit dem Digitalen verbunden wird.